kommt mit auf analoge Fototour mit der selbstgebauten Kamera aus dem Adventskalender. So. Kann man dann zurückdrehen? Nicht so wirklich, ne? Geht da gar nicht zurück. Oh. Oh, jetzt. Das ist ja richtig crap hier. Das fällt doch nachher so raus. Ich bin gespannt auf die Fotos. So, ich würde sagen, so reicht schon. Zu machen. Das müsste, wenn das sich mitdreht und ich hier drehe, dann ist okay. So, jetzt können wir gucken. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir ein Bild. Mhm. So, dann. Und jetzt kannst du hier durchgucken. Let's go. So, das ist ja die Kamera, die jetzt aus dem Adventskalender im Dezember kam. Hab ich ja selber zusammengebastelt. Ich erkläre mal kurz die Funktionsweise. Also hinten ist natürlich der Film drin. Das ist jetzt zu. Wenn ich glaube, hier dran drehe, genau, dann dreht sich dieses Rädchen und das hier. Der Film wird hier weiter aus der Patrone gezogen. Immer wenn ein Pfeil auf den nächsten zeigt, haben wir wieder ein Bild. Hier oben kann man durchschauen. Da sieht man dann die Straße zum Beispiel. Das guckt quasi hier durch das erste Objektiv durch. Deswegen ist das auch so weit offen, damit wir einen schönen hellen Sucher haben. Hier unten wird dann das Foto gemacht, aber erst wenn ich den Hebel betätige. Die Belichtungszeit und die Blende ist fest. Man kann also nichts machen, außer klack und das Foto machen, das war's. Schauen wir mal, was wird, oder? Das Weirde hier ist, es ist alles spiegelverkehrt. Ja? Das heißt auch die Achse, wenn man so dreht, ne? Das ist richtig verwirrend. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber okay, ich mache jetzt das erste Bild. Boah. Warte mal. Das war's. Und jetzt drehen. Nächstes Bild. Das werden richtig viele Bilder, das ist ja das Problem. 72 Stück. Schon witzig, so was zu fotografieren mit einer Kamera, die man selber gebaut hat. So, ne? Mhm. Oder? Bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich habe hier jetzt einen ISO 400 Film drin, einen Farbfilm, Fuji Superior 400. Ich denke, das ist ausreichend für heute. Besser wäre vielleicht 800, aber das ist alles, was wir haben. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. Mhm. So witzig, ne? Mhm. So. Machst du auf, oder? Nee, ich hab noch. Junge, ich dachte, die werden alle verwackelt sein. Ich glaube auch. Weil jedes Mal, wenn du klackst, dann hast du so eine Erschütterung dabei. Das ist heftig, Alter. Eigentlich besser zu drücken, weil diesen. Ja. Ist schwer. Aber eigentlich muss ich nur loslassen. Also ich muss. Ja, dann klickst du. Drücken. Kannst du es zuerst klicken. Ja. Wollte über den Säulen mal gucken. Ja, okay. Kriegst du hin? So, genau, jetzt hast du das nächste Bild. Okay. Ja? Machst du jetzt mit hier oder was? Ja, ich schau mal. Ja. Und? Schon eine Profikamera, oder? Voll. Hm? Gab's hier nicht noch so ein Band dabei? Nö, da gab's kein Band. Voll geizig, oder? Ja, voll. Anstatt so einen blöden Stift zum Reinigen hätte ich lieber so ein Band gehabt. Ja. Was hast du im Visier? Das Grüne? Das sieht geil aus, das finde ich auch. Hm. Ey, aus dem Weg. Ich mache ein Foto, du. Ach, du machst auch ein Foto. Hau mal ab hier. Mit einer Hand. Oh, war das was? Das war was. Man munkelt. Du kannst auch Doppelbelichtung machen damit. Ich erkläre euch jetzt, wie man Doppelbelichtung auf Film macht. Und zwar ist das gar nicht so schwer. Ihr braucht nur die richtige Kamera. Diese Kamera habe ich selber zusammengebastelt. Wenn ich hier den Auslöser betätige, das mache ich jetzt einfach mal, dann haben wir Anna. So, haben wir ein Bild von Anna gemacht. Normalerweise müsste ich ja jetzt weiter drehen, um das nächste Bild zu machen. Aber
diese Kamera kann jetzt einfach noch ein Bild machen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die Bäume über mir dazu drin haben. Und dann suche ich mir einfach was aus, was da gut passen würde. Zum Beispiel so. Mach ein zweites Bild. Jetzt habe ich zwei Bilder übereinander gemacht. Das ist eigentlich dann schon die eigentliche Doppelbelichtung. Digital könnt ihr das ähnlich machen, indem ihr die Bilder digital übereinander legt. Mit anderen Filmkameras ist das nicht immer möglich. Ich habe das bei meiner Leica zum Beispiel so gemacht, dass ich mir ungefähr markiert habe, wie ich den Film eingelegt habe. Und dann habe ich, als der Film zurückgespult wurde, habe ich den Film einfach nochmal eingelegt. Wenn ihr natürlich dann bestimmte Bilder auf bestimmte Bilder legen wollt, dann muss man sich merken, in welcher Reihenfolge man was fotografiert hat. Aber ich würde empfehlen, dass man zum Beispiel Pflanzen fotografiert und dann zurückdreht und dann nochmal drüber fotografiert und zum Beispiel Porträts macht oder so. Und dann kommen da eigentlich ganz coole Sachen bei rum. Es lohnt sich gerade bei Filmen, bei Doppelbelichtung ein bisschen unterzubelichten. Also zum Beispiel so ein Drittel Unterbelichtung und dann hat man nachher eine gute Belichtung eigentlich. Ansonsten gibt es manche Kameras, die können das auch von Haus aus. Da kann man den Knopf drücken und dann einfach nochmal den Verschluss spannen und dann eine Doppelbelichtung machen. Aber die meisten können es eben nicht, deswegen muss man den Film dann nochmal einlegen. Oder ihr baut euch sowas wie aus einem Adventskalender und damit geht das natürlich. Ich könnte theoretisch jetzt noch ein drittes machen. Oder ein fünftes, oder ein zehntes, oder ein zwanzigstes, oder eine Million. Danke, tschüss. Wie war das? Einmal rumdrehen oder bis zum nächsten Fall? Ich glaube, einmal. Bis zum nächsten Fall, glaube ich. Wäre ja nur halb, ne? Ach so, ja. So Leute, jedes Mal, wir waren hier jetzt schon öfter, ne? Jedes Mal, wenn wir diese Brücke hier runtergehen, geht Dennis immer hier rum. Ja. Jedes Mal. Dann fragt er sich immer, oh, was ist denn hier? Das ist mein Entdeckerinstinkt. Das ist so. Entdeckst du immer dieselben Sachen. Ja. Was machst du da? Ja, die beiden, wie die da am Futtern sind. Okay, ready? Oder was? Voll schön.